in die Runde. Heute ist Abend, 14. März und ich habe mich tatsächlich, glaube ich, schon fast 4 Wochen nicht mehr gemeldet. Der Grund war, wir sind tatsächlich einfach mal wirklich ans andere Ende der Welt geflogen, da wo der Mondkopf steht und unsere Füße in Australien euren Füßen näher sind als woanders. Also, und ich habe schon gerade ein bisschen angefangen zu zeichnen und ihr merkt, dass das ziemlich flott gegangen sein muss, aber das, ja, das reicht noch nicht. 4 Wochen nicht zeichnen, so gut wie nicht zeichnen, ist ein bisschen wenig. Und deswegen habe ich mir mal vorgenommen, mit einer einfachen, vermeintlich einfachen Geschichte zu beginnen, mit euch zu zeichnen. Das ist diese Muschel hier. Die habe ich gefunden neben tausenden anderen Muscheln, die ähnlich aussahen, an der ganzen Besteck, an einer schönen Stelle. Und ihr seht, wenn man genau hinschaut, sieht man eine Spirale, die hier oben drauf ist, die sich immer weiterentwickelt hat, umso älter die Muschel wurde. Ihr seht, dass diese Spirale gleichzeitig noch jede Menge solcher Linien hat. Da sieht man auch, wie diese Schichten über die vielen, vielen Jahre entstanden ist. Und ich denke, es ist auch in diese Richtung gewachsen, weil solche Linien auch da sind. Dann gibt es hier oben noch einige Punkte, von denen ich noch nicht ganz genau weiß, was es ist. Gut, die ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, deswegen habe ich ja jetzt noch nicht ganz den Durchblick, werde ich mich zeigen. Aber was ich jetzt mit euch mache, ist, dass ich die mal versuche zu zeichnen. Und ihr seht, die hat eine Höhe, die spiralmäßig geht sie auseinander. Und wenn man genau hinschaut und hier reinschaut, sieht man ja hier jede Menge Kreise. Also es ist jede Menge, sehe ich gerade, den da, hier noch ein bisschen ellipsenförmig. Aber dieser Kreis hier ist, wenn ich den kippe, so wie wir es gelernt haben, eine Ellipse. Jetzt lege ich mal dieses Teil hier her. Das entspricht aber nicht unbedingt dem, wie ihr das seht. Ich zeichne ja nicht so von oben, sondern ein bisschen von der Seite. Müssen wir mal gucken, wie ich das so drehe, dass wir es gleich sehen. Und versuche anzufangen zu konstruieren. So, hier, da ist noch eine. Schauen wir mal. Also, wenn ich die jetzt hier so nehme, hat die einen oben und die hat einen unten. Also mache ich mir das hier oben drauf. Und dann mache ich die ein bisschen schräg. Dann mache ich mir erstmal so eine Linie hier lang. Und auf dieser Linie läuft klein, ganz klein, fängt es an. Und da es gleichzeitig nach unten geht, wird aus dieser, ist das so, als wenn ich so einen Faden auseinanderziehe. Das könnten wir jetzt immer so weiter fortsetzen. So groß ist die ja gar nicht, die Muschel. Und irgendwann, da kam die Muschel, die Schnecke raus, oder wie das dahin heißt, dieses innere Tier. Und das ist diese Stelle hier. Ja? Das ist so mal der erste Anfang. Dann sieht man, wenn ich, das habe ich ja schon gezeigt, dass das Ellipsen sind, dann könnte man natürlich genauso wieder anfangen und hier wieder Ellipsen ranzeichnen. Es ist ziemlich dreidimensional, die ganze Geschichte, und ich hoffe, dass ich das gleich beim ersten Mal so hinkriege, wie ich das will. Da sind ja die Ellipsen hier, die müssten dann eigentlich hier in diese Richtung gehen. Hier sieht man das nicht so genau. So, dann fällt hier runter und dann die Ellipse, hier vorne ist natürlich nur eine Linie und dann geht die wieder so auseinander. Und dann sitzt hier oben das dritte Teil drauf, auch da wieder die Linie so. Kleiner. Und da oben landet das Ding da drin. Das können wir erstmal so machen. Also das wäre so mal die grundsätzliche Konstruktion. Ich hoffe, ihr könnt die genauso auch sehen. Ja, müsste so gehen. Und dann sehen wir ja, dass da noch die anderen Linien sind, von denen ich schon gesprochen habe, die so kreisförmig gehen. Also hier wären es wieder Kreise. Wenn ich es kippe, sind das auch wieder Ellipsen. Deswegen auch die Übung am Anfang immer mit diesen Ellipsen, dass man versucht, eben diese Räumlichkeit so zu verstehen. So, dann kommt die zweite und gucken, die ist eigentlich hier ein bisschen fetter. Die muss hier noch ein bisschen rangehen. Kann ich hier unten auch reingehen. So, und dann kommen wieder diese ellipsenförmigen Linien, die natürlich hier hinten verschwinden. Und dann wieder hier vorkommen und wieder hier verschwinden. So. Und dann kommt der dritte Teil. Und ihr seht, die Linien werden auch immer ein bisschen breiter. Also müsste das dann hier hinten, wäre es ja weitergegangen, müsste das dann so aussehen.
das wäre jetzt mal so die erste Konstruktion, ist immer ein bisschen eine Hilfe für euch auch, wenn ihr sowas zeichnet, weil man kann es natürlich auch einfach über Außenränder und so von vorn zeichnen, aber dieses Verständnis, wie so ein Teil aufgebaut wird, hilft mir auf alle Fälle alles besser zu verstehen. Ja. So, da geht die. Das Verrückte ist, dass die dann hier unten ein bisschen rumgeht und da verschwindet. Richtig verstanden habe ich das wahrscheinlich noch nicht. Werden wir mal sehen beim Zeichnen dann. So. So die Muschel, so sieht die aus. Und dann mache ich, da habe ich schon mal das erste soweit fertig. So, na, ein bisschen mehr, so ist besser. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wenn ich jetzt die ganze Zeit so rede. Das ist mehr ein Selbstgespräch, aber mir hilft es, weil ich mir selber auch die Sachen erklären will. So, und jetzt haben wir ja hier, habe ich ja eine Leuchte hier und die leuchtet von der Seite drauf, hier. Und das ist ähnlich wieder wie beim Kreis. Da könnt ihr euch noch dran erinnern, der Kreis, wenn das hier leuchtet, sind das Ellipsen, die so immer größer werden und dann immer so mit der Zeit dunkler werden, ja. Und das dann die dunkelste Stelle hier ist und dann kommt hier hinten der Schatten ran. Und eigentlich passiert hier, mal sehen, das ist noch ein bisschen besser, ja, so, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und eigentlich passiert hier genau dasselbe. Ja, die ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die habe ich auch mitgenommen, weil die unter Tausenden einfach ein bisschen halb kaputt da schon rumlag. Aber die Konstruktion kann man ganz gut zeigen dabei. Und jetzt versuche ich wieder einen Schatten reinzuzeichnen. Dazu lege ich die aber jetzt mal ab. Da muss ich mich ziemlich konzentrieren. Und zwar wieder an dieses Licht denken. Wo ist dann die dunkelste Stelle? Die ist hier. Und die ist eben auch ellipsenförmig. Und dann wird die hier ein bisschen heller nach oben. Hier ist wieder die dunkelste Stelle, weil die am weitesten weg ist. Also genau 180 Grad von der Lichtquelle. Und nach oben wird die natürlich auch wieder ein bisschen heller. Und hier ist das dann genauso der Fall. Hier ist die dunkelste Stelle. Da hilft es zum Beispiel immer, wenn ihr solche komplizierten Schattierungen zeichnet, dass ihr ein bisschen blinzelt dabei. Ja, dass ihr, wenn ihr blinzelt, dann seht ihr die Zeichnung nicht ganz genau, aber ihr seht den Schatten, den ihr zeichnet. Und da kann man das ganz gut hinkriegen. Ich muss trotzdem mir mal helfen dabei. Ja. Also das Verrückte ist, dass das ja dunkel wird, aber hier sogar ein Schatten sich draus abbildet. Dann, ihr seht, so oft habe ich Muscheln offensichtlich noch nicht gezeichnet. Dann mache ich den auch mal hier wieder so ran. Und hier unten ist das dann dasselbe. Hier die Muschel hört hier auf. Und dann kommt der Schatten auch hier ran. Und so ähnlich ist es dann hier. Ja, so. So, dann hatte ich ja noch erzählt, dass hier unten, so, ihr seht, ich versuche immer noch dabei gleich zu korrigieren, hier unten waren ja noch solche Kreise, von denen ich nicht genau weiß, was die waren oder wie deutlich die waren, als die Muschel noch jung war. Aber ich zeige sie mal mit rein, weil sie so schön diese wunderbare Architektur erklärt, die dahinter steckt. Vielleicht waren die da oben auch, dann zeichne ich die ein kleines bisschen mal auch noch mit hier rein. So, und dann muss ich natürlich das hier dunkel machen, weil das ja bei mir, weil wenn ihr hier tief reingeht, hier ist noch ein anderer kleiner Kreis, so. Und das wird natürlich ganz schwarz. Das ist ja hier innen drin alles, so. Dann kann man gleich ein bisschen die Linien, die so gehen, auch geriffelt darstellen. Ja. Wenn sie jetzt noch liegen würde, wäre es gut. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Na? Geht's noch nicht? Willst du mir helfen? Okay. So. Ihr seht die natürlich so hier, aber ich kipp sie mir mal an, dann sehe ich sie richtig. Und noch, jetzt mache ich diese Linie noch rein und dann müsste es erstmal für das erste kleine Video gereicht haben. Wie gesagt, die gehen hier hinten zusammen.
dann machen wir die schön dunkel, weil das ja wieder die dunkelste Stelle ist. Das Licht kommt von oben so an der Stelle. Ja. Also in 10 Minuten zeichnet man die Muschel eigentlich nicht ganz richtig. Aber das Prinzip wollte ich euch zeigen. Und vielleicht zeichne ich noch ein kleines bisschen weiter. Aber grundsätzlich müsste das soweit klar sein für diese Muschel. So, noch ein paar Sandkörner daneben. Dann kann ich den Schatten noch ein bisschen reinbringen. So. Ja. Wie sieht es aus? Gucken wir mal hier oben. Platz ist ja noch. Ah, hier, da sehe ich schon, wenn ich von oben gucke, dass ich das noch ein bisschen mehr rippeln kann. Da sieht man auch noch diese andere irre Form, die dabei passiert. Dass die ja den auch noch mitmacht. Ja. Irre, wie diese Ellipsen und diese Form und diese Schattierung alle irgendwie miteinander korrespondieren wollen. Ja, wollen wir die noch schnell machen? Also, die ist auch ganz verrückt. Ihr seht, es gibt einen Punkt hier, der ist relativ klein und von da aus strahlt eigentlich alles aus. Ich nehme mal an, dass das, ich zeige es mal ganz kurz drauf, dass es auch eine winzige Muschel am Anfang war, da seht ihr sie, und dass die dann in diese Richtung immer größer gewachsen ist, bis sie dann eben groß genug war. Und jetzt lege ich sie mal hin, damit ihr sie richtig seht. Jawohl, und so zeichne ich sie jetzt auch. Bleibe ich mal dazu stehen, dann sehe ich die nämlich auch von oben. Und da sieht man ganz gut diese Nase, die hier von dran ist. Und dann kippt das hier ein bisschen drüber, aber das ist strahlenförmig. Warte mal, das dahinter noch. So. So. Und dann kann man die wahrscheinlich nicht wirklich nachmalen, weil das, die einzeln abzuzählen, das wird jetzt zu lange dauern. Aber grundsätzlich sieht das so aus, dass die Linien hier vorn dünner sind und dass sie dann alle so strahlenförmig nach hinten gehen. Vom Kleinen angefangen, vom winzig Kleinen, muss ich eigentlich bis vormachen. Seht ihr, hier sind sie auch kürzer. Und dann male ich mir hier hinten die Teile ran. Das müsste wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wunderbar durchkonstruiert sein. Also da ist eine wunderbare Spannung sogar hinten drin. Wie die Naturarchitektur macht, ist fantastisch. Und dann wird es wieder so ein bisschen dunkel gemacht, weil das die dunkelste Stelle ist. Ja. Ihr seht ja, hier ist sogar noch ein kleiner farbiger Streifen dran. Dann kann man auch wieder Schatten ranzeichnen, die auch wieder so kreisförmig sind. Zack, 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 zack. Also beim nächsten Mal nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, aber hier, ich will ja nur das Prinzip erklären. So, hier. Schöne Schatten hier rein. So, da kommen wieder ein paar Kieselsteine dazu. Noch ein paar kleine Muscheln, die gehen jetzt schneller, wenn die hier so dran sind. Oder hier können wir noch eine ellipsenförmige so mal daneben machen. Das Prinzip haben wir ja jetzt ja soweit verstanden. So. Zack, 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 zack. Die muss dann nicht mehr ganz genau stimmen. Oder wir legen sogar eine so hin, dass wir sie nur von oben sehen. Da sieht man das Prinzip sehr gut. Da legen wir noch eine daneben. Noch eine andersrum. Und das soll es mal für die erste Zeichnung nach so langer Zeit gewesen sein. Also, schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal.